In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Kamera des Sony Ericsson K320i. Es ist eine VGA-Kamera und entspricht demnach natürlich nicht dem aktuellen Stand der Technik, aber es ist auch nur ein Einsteiger-Handy, um zwischendurch ein paar Fotos zu machen. Am einfachsten gelangen wir in die Kamera, indem wir hier oben raufdrücken. Und da hat sich das Kameramenü auch schon geöffnet. Es kann Fotos aufnehmen in einer Auflösung von 640x480 Pixeln und es hat einen vierfach digitalen Zoom und man kann seine Bilder mit Foto DJ im Nachhinein noch etwas bearbeiten. Wir sehen hier unter mehr, dass wir den Aufnahmemodus verändern können. Wir können sogar Panoramabilder machen und Rahmen und Bildfolge einstellen. Die Bildgröße ist wie gesagt auf 640x480 Pixeln, geht natürlich auch kleiner und somit dann auch mehr Bilder auf den internen Speicher von 15 MB. Dann haben wir noch einen Nachtmodus, es sind sogar Effekte dabei, wir können das Schwarz-Weiß einstellen, Sepia, Solarisieren und weiterhin haben wir hier noch einen Selbstauslöser. Die Bildqualität kann man unterscheiden zwischen normal und fein. Und dann auch noch den Verschlusston können wir einstellen. Jetzt machen wir mal ein Testbild. Wir sehen, wenn ich den Joystick wieder nach oben bewege, theoretisch könnte man zoomen, wenn man eine andere Bildqualität einstellt, aber wir wollen natürlich das Größte nehmen, um die beste Qualität zu erzielen. Wenn man in die Mitte des Joysticks drückt, löst er aus. Ja, es geht auch relativ schnell. Man sieht natürlich, dass das Bild sehr, sehr pixelig ist und die Farben nicht wirklich naturgetreu sind, aber es ist eine VGA-Kamera, die gibt es wirklich schon sehr lange und sind nicht mehr zu vergleichen mit den heutigen Kameras, die in modernen Handys, also in aktuellen Handys, die den neuesten Stand der Technik drin haben, zu vergleichen. Das geht natürlich nicht. Dann löschen wir das. Aber wir können auch Videos machen. Das sehen wir hier oben. Das können wir ganz einfach mit dem Joystick nach rechts bewegen und wir sind im Videomodus. Unter mehr sehen wir auch, dass wir hier den Aufnahmemodus verändern können. Hier haben wir eine hohe Videoqualität oder für MMS können wir es ebenfalls beschränken, sodass wir es mit einer MMS verschicken können. Dann haben wir noch die Videogröße. Die liegt bei 176x144 Pixeln, kann aber auch kleiner gestellt werden. Und wir haben noch einen Nachtmodus, ebenfalls Effekte. Und ja. Genau, das war's. Dann machen wir ein Video. Wollen ein bisschen die Schnelligkeit testen, ob es auch so klappt. So, jetzt speichert er ab. Das dauert etwas lange. Jetzt ist er fertig und wir können unter mehr das Video abspielen. Ja, es hat auch Ton aufgenommen, das ist natürlich auch ganz praktisch, aber das Video ist natürlich nicht wirklich gut. Es hat ja auch eine sehr geringe Auflösung. Ja, es ist okay.